Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch oder uns heute ein kurzes Wort weitergeben über den Gott der Hoffnung. Und ich möchte einfach dadurch ermutigen. Ich habe so seit einigen Wochen ist mir so eine Bibelstelle ins Auge gefallen, die so ein einziger Vers, der aber so viel Inhalt hat, wo so viel drin steckt. Und ich möchte uns anhand dieses Bibelverses dieses Wort weitergeben über den Gott der Hoffnung. Und ich lese die Bibelstelle ganz kurz vor in Römer Kapitel 15, Vers 13. Und hier heißt es: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eine Bibelstelle, hier steckt so viel drin. Ich möchte darauf kurz eingehen, aber ich lese erst einfach nochmal. Vielleicht lässt du diese Bibelstelle einfach mal auf dich wirken. Vielleicht lehnst du dich kurz zurück und schaust einfach, was der Heilige Geist dort einfach in dein Herz hineinlegen möchte durch diese Stelle. Der Gott der Hoffnung aber, schreibt Paulus hier, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Und das hier überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte mit uns ein bisschen in diesen Vers reingehen. Und das Erste, was ich rausnehme oder rauskristallisieren möchte mit euch, ist ein Name Gottes, dem wir hier begegnen. Wir wissen, Gott wird mit verschiedenen Namen benannt. Vor allen Dingen im Alten Testament hören wir manchmal so von diesen Namen Gottes. Aber hier haben wir im Neuen Testament so eine Bezeichnung oder wir können sogar sagen einen Namen Gottes. Und hier wird Gott genannt, der Gott der Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob du diesen Namen Gottes so vor Augen hattest, aber das ist, was ich über dir heute sagen möchte. Unser Gott, an den wir glauben, Jesus Christus, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Das bedeutet, sein Wesen, seine Art, ja, ist Hoffnung. Er wird hier genannt der Gott der Hoffnung. Ich möchte dir ganz kurz einfach mal einige Synonyme zeigen für dieses Wort Hoffnung. Dieses griechische Wort, was hier gebraucht wird für das Wort Hoffnung, ist das griechische Wort Elpis. Und wird natürlich übersetzt in erster Linie mit, was wir gerade schon gehört haben, Hoffnung. Kann aber auch übersetzt werden mit einer Erwartung oder einer positiven Erwartung, ja, über die Zukunft. Kann auch übersetzt werden mit Vertrauen. Hier Vertrauen auf Gott bezogen, das heißt in die Verheißung, in die Versprechen Gottes oder auch mit Zuversicht. So, dieses griechische Wort Elpis wird übersetzt mit Hoffnung, Erwartung, Vertrauen und Zuversicht. Und ich denke, das sagt etwas Starkes aus. Wenn Gott der Gott der Hoffnung ist, dann möchte er, dass wir gefüllt sind mit ihm und so auch gefüllt sind mit Hoffnung. Wenn Gott der Gott der Hoffnung ist, möchte er, dass wir Hoffnungsträger sind. Aber wie haben wir als Christen Hoffnung? Wie bekommen wir Hoffnung? Und dann können wir auf die anderen Synonyme eingehen, die wir gerade gelesen haben, indem wir eine hoffnungsvolle Erwartung über die Zukunft haben. Okay? Und ich meine nicht hier eine irreale Erwartung, aber eine hoffnungsvolle Erwartung, dass Gott auch in der Zukunft der treue Gott sein wird, der einen Plan hat für unser Leben, für unsere Zeit, der ein guter Gott ist, ein Gott, der die Verheißung, die er uns gestern, vorgestern, letztes, vorletztes und davor, ja, und davor gegeben hat, ein Gott, der es in der Zukunft immer noch erfüllen möchte. So Hoffnung kommt durch die richtige Erwartungshaltung in Bezug auf die Zukunft, okay? Das heißt, Hoffnung hat mit Perspektive zu tun. Und die Hoffnung, die wir in uns tragen oder wie wir Hoffnung erleben in unserem Alltag, hat damit zu tun, welche Perspektive, welche Erwartungshaltung wir einnehmen über die Zukunft. Ist das nicht interessant? Ob wir in der Zukunft nur mit unseren natürlich menschlichen Augen sehen können, was kommen könnte, und dass unsere Zukunftserwartung durch, ich sag mal, menschliche Wahrnehmung kommt, oder ob wir in der Zukunft mit Augen
der hoffnungsvollen Erwartung an einen Gott, der seine Verheißung erfüllt, ob wir in dieser Art und Weise ja, unseren Blick in die Zukunft richten können, hat damit zu tun, ob wir Hoffnung in unserem Geist, in unserem Herz erleben und spüren. Und dann hat Hoffnung auch mit Vertrauen zu tun. Ob wir Gott glauben, ob wir ihm wirklich vertrauen. Wir kennen die Bibelstelle in Hebräer Kapitel 11, Vers 1 und wir wissen, dass dort gesagt wird, dass Glaube sozusagen ein Überführtsein von unsichtbaren Realitäten ist und ein Festhalten an den Verheißungen Gottes. Ich lese mal ganz kurz für uns diese Bibelstelle im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Und wir kennen diese Stelle, denke ich. Es heißt hier, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So Hoffnung oder auch Glaube, was sehr nah zusammenhängt, hat mit Erwartung und Perspektive zu tun. Und Gott möchte in dieser Zeit, dass wir Hoffnung haben. Darum meine Frage, sehen wir in die Zukunft aufgrund von Umständen und von dem, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen und mit unseren natürlichen Ohren hören? Oder sehen wir in die Zukunft und wir schauen auf Realitäten und Verheißungen Gottes und haben eine Zuversicht aufgrund dessen, was wir in unserem Geist, was wir in unserem Inneren wahrnehmen, was Gott zugesagt hat? Ist das die Perspektive, die wir einnehmen über die Zukunft? Gott möchte, dass du mit Hoffnung erfüllt bist. Ich gehe nochmal zurück in diesen Vers, Römer Kapitel 15, Vers 13. Hier heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Ist das nicht interessant? Weißt du, dass unser Gott ein Gott der Freude ist? Weißt du, dass Gott möchte, dass wir Freude haben? Weißt du, wir lesen über die Frucht des Heiligen Geistes im Galaterbrief und dort wird genannt als erstes Liebe und danach kommt Freude und danach kommt Frieden und dann noch einige andere Früchte oder Auswirkungen der Frucht des Heiligen Geistes. Und diese Früchte sind ein Zeichen, ein Anzeichen darüber, wie viel Raum wir dem Heiligen Geist geben in unserem Leben. Unabhängig von äußeren Umständen oder Situationen. Gott, der ein Gott der Hoffnung ist, er möchte, dass du überfließt mit Freude. Paulus hat einmal gesagt, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und weißt du, was das Interessante ist? Er hat das nicht gesagt in seinen schönsten Lebensumständen, sondern als er im Gefängnis gesessen hat, als er verhaftet war aufgrund seines Glaubens, hat er gesagt, ihr Lieben, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch alle Zeit. Und es ist so wie ein Befehl, den er gibt. Warum? Weil wir einen Gott haben, dem wir vertrauen können und einen Gott haben, mit dem wir in Zuversicht in die Zukunft hineinschauen können. Gott möchte gewaltige Dinge tun in der Zukunft, die kommt. Gott hat einen starken Plan in der Zukunft. Gott möchte seinen Namen verherrlichen in der Zukunft durch dein Leben. Amen. So Gott möchte, oder Paulus betet hier sozusagen für uns, dass wir erfüllt werden mit aller Freude. Und dann sagt er weiter, und mit Frieden im Glauben. Amen. So, wir haben hier so starke Dinge. Erstmal Gott der Hoffnung, dann möchte Paulus, dass wir erfüllt werden mit aller Freude. Und dann möchte er aber genauso, dass wir auch mit allem Frieden erfüllt werden. Aber er sagt hier, mit allem Frieden oder mit Frieden im Glauben. Weißt du, woraus Frieden entsteht? Frieden kommt durch Glauben. Jesus sagt, dass er uns einen Frieden geben möchte, der alle Vernunft übersteigt. Ein Frieden, der sozusagen unvernünftig oder unlogisch erscheinen kann, okay? Und dieser Frieden kommt durch Glauben. Paulus sagt hier, ja, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Das heißt, im Glauben ist dieser Frieden enthalten. Amen. So, Gott möchte, dass du auch jetzt gerade erfüllt bist mit Frieden, indem du Glauben hast. Indem du, wie Hebräer Kapitel 11, Vers 1 sagt, wie wir gerade schon gelesen haben,
indem du die richtige Perspektive einnimmst über dein Leben und auch über die Zukunft. Weil der Glaube eine feste Zuversicht ist auf das, was man hofft. Ja, und dann hier heißt es eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. So, das sind Dinge, die Gott tun möchte. Es sind Dinge, die nur in der geistlichen Welt geschrieben stehen. Es sind Verheißungen da und Dinge da, die Gott auch in unserer Zeit noch tun möchte, die wir noch nicht sehen können. Aber wenn wir uns entscheiden, nicht nur mit den physischen Augen zu sehen, nicht nur mit unserem Verstand und unserer Vernunft zu beurteilen und über die Zukunft ein Urteil zu fällen, sondern wenn wir uns entscheiden, mit den Augen des Glaubens auf die Versprechen Gottes und auf die Treue Gottes zu sehen, auch in der Zukunft, dann bekommen wir durch diesen Glauben Frieden. Gott ist ein Gott des Friedens. Amen. Und ihr Lieben, wir brauchen Frieden. Wir wollen Frieden haben in uns, aber wir wollen auch Frieden in diese Welt hineinbringen. Jesus ist der Friedefürst. Jesus ist der König, der Fürst des Friedens. Und er möchte auch Frieden durch uns bringen in einer Zeit, wo so viel Unfrieden ist. Amen. Durch Glauben. Und dann sagt Paulus weiter, dass sie überströmt, überfließt, nochmal in der Hoffnung und jetzt wodurch? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In diesem Vers steckt so viel drin, man kann so wirklich darüber lange, lange predigen und lernen, möchte ich nicht machen. Aber ich möchte das noch kurz mit euch besprechen. Dann sagt Paulus, er hat uns gezeigt, hey, Gott möchte, dass wir voller Freude werden durch den Gott der Hoffnung. Gott möchte, dass wir voller Frieden sind durch den Glauben. Und dann sagt er, und nochmals möchte ich, dass hier überströmt, überfließt, dass man von außen sehen kann, die Hoffnung strömt nur so aus euch heraus. Und vielleicht reflektierst du jetzt dein Leben und dein Reden und dein Denken und stellst dir diese eine Frage. Fließt, strömt Hoffnung aus dir heraus? Oder hat dir dein Blick auf natürliche Umstände, Freude, Hoffnung, Glauben und Frieden geraubt? Bevor ich das auflöse, wodurch wir all diese Dinge im Endeffekt bekommen, okay, weil alles das, was Paulus hier beschreibt, sogar der Glaube, sogar der Frieden, sogar die Hoffnung und die Freude bekommen wir durch eine bestimmte Sache, das löst er am Ende auf, aber vorher möchte ich dir diese Frage stellen, wie geht's dir gerade? Vielleicht beschäftigst du dich gerade sehr viel mit negativen Dingen und negativen Umständen und du informierst dich sehr viel und schaust dir sehr viel an. Aber meine ehrliche Frage an dich ist, was ist die Frucht, die daraus hervorgeht? Strömt die Frucht des Heiligen Geistes aus dir heraus? Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Keuschheit, all diese Früchte des Heiligen Geistes. Überströmst du in Hoffnung? Oder ist da Angst, Sorge? Ist es so, dass vor deinen Augen wie so ein Nebel ist und du kannst überhaupt nicht mehr klar sehen, was kommt? Oder du hast das Gefühl, es ist jetzt alles vorbei. Du fühlst dich danach, den Kopf in den Sand zu stecken, wie man manchmal so schön sagt. Ja? Dann möchte ich dir sagen, dass du bist nicht eingenommen vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist überströmt nicht über deine Seele aus deinem Geist heraus. Furcht, Einschüchterung, Angst, vielleicht sogar Panik, Depression, Schwermut, Bedrückung über die Zukunft, ja, so ein Blick, der voller irgendwie Bedrückung ist und wer weiß, was noch alles kommt. Auch diese ganze negative Vorstellung, die dann im Endeffekt wieder in Angst resultiert. Soll ich dir was sagen? Das ist nicht der Heilige Geist. Paulus sagt zu Timotheus, wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, dass wir uns wiederum fürchten, sondern Gott hat euch nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn dämonische Geister anfangen, unsere Gedanken, unser Herz, unsere Seele zu prägen,
dämonische Geister von Angst, von Panik, Depression, Schwermut, einfach so eine ganz düstere Sicht über die Zukunft, obwohl die Geschichte Gottes eine Geschichte des Sieges ist, trotz schwerer Umstände, auch zur bestimmten Zeit oder eher auch schon weit verbreitet in vielen Ländern für die Gemeinde. Ja? Aber diese Dinge ist nicht der Heilige Geist. Das resultiert nicht aus der Fülle des Heiligen Geistes. Es sind andere Geister, die versuchen, dich runterzuziehen, dir die Freude an Gott, die Freude an der Zukunft, die Freude an deiner Vision, deiner Berufung zu rauben. Aber ich möchte dir heute sagen, ich glaube, dass Gott so große Dinge noch tun wird in unserer Zeit und in der Zukunft, dass wir staunen werden über das, was Gott tut, über die Menschen, die gerettet werden, über die Kraft, in der Gott wirkt, über die Hoffnung, die Gott durch Errettung in Herzen von Menschen hineinbringt. Das ist, wovon ich überzeugt bin, weil ich das sehen kann in der Schrift. Ich sage nicht, dass alle Umstände unbedingt schön sein werden, okay? Aber Gott hat einen Plan, der Hoffnung und Zuversicht in uns hervorbringen darf und sollte für die Zukunft. Aber jetzt nochmal zurück. Paulus sagt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude, Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Kraft des durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie bekommen wir Hoffnung, Frieden, Freude und diese überströmende Hoffnung und Glauben durch die Kraft des Heiligen Geistes? Und in dieser Zeit unsere persönliche Haltung, unser Denken, ob unser Denken finster und runtergedrückt und negativ, nur negativ ist und wir irgendwie in so einen ganz komischen Modus hineinfahren, ja, das verrät, ja, das zeigt einfach das Maß an Hoffnung, das wir haben, weil die Hoffnung, die wir haben. Aber Gott möchte, dass wir überströmend sind in Hoffnung. Und vielleicht ist es so, dass wir unseren Glauben und unsere Freude und unsere Hoffnung in der Vergangenheit sehr oft festgemacht haben an physischen Dingen. Vielleicht an Spaß, den wir haben konnten, an Geld, an Sicherheiten und. Vielleicht hat das alles uns in der Vergangenheit Hoffnung und Zuversicht und so ein Vertrauen gegeben, alles ist gut. Und ich denke, dann möchte Gott etwas tun. Er möchte uns die echte Freude und die echte Hoffnung geben. Und weißt du, wodurch diese kommt? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Echte Freude, echte Hoffnung kommt nicht durch äußere Umstände. Und ich glaube, Gott trainiert uns alle gerade darin, dass wir die echte Hoffnung des Himmels empfangen. Und weißt du, wodurch sie kommt? Du hast das mit mir schon gelesen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus macht hier kein Geheimnis. Er sagt nicht all diese schönen Dinge, Hoffnung, Freude, Frieden und Glauben und jetzt schau, wie du das bekommst. Sondern er sagt, du bekommst es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Durch die Salbung des Heiligen Geistes. Eine Freude, eine Hoffnung, die von innen kommt, die nicht abhängig ist von äußerlichen Umständen. Eine Salbung, eine Kraft, die in dir ist. Und Gott möchte dich trainieren in dieser Zeit, dass sie von äußerlichen Umständen nicht runtergedrückt werden kann, weil Gott ein Gott der Hoffnung ist und Gott Hoffnung nie verliert und Hoffnung siegen wird und diese Geschichte siegreich zu Ende gehen wird. Amen. Halleluja. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte für mich selber ehrlich sein zu mir. Wenn mir Hoffnung und Freude geraubt ist, wenn der Frieden fehlt, dann ist es vielleicht, weil ich diese Dinge vorher doch zum großen Teil festgemacht habe an äußerlichen Umständen, ohne es zu merken. Weil wenn es manchmal nicht herauskristallisiert wird durch Druck und durch verschiedene Dinge, dann weiß man manchmal gar nicht, woher entspringt es wirklich, was ist wirklich die Quelle meiner Zuversicht. Aber in dieser Zeit, glaube ich, möchte Gott es zeigen und offenbaren. Aber er möchte es uns nicht nur zeigen, damit wir dann down sind und da hängen und sagen, ja, das ist nun mal so und jetzt habe ich diese äußerlichen Dinge nicht und die Freude ist weg. Nein, sondern damit die echte,
Quelle der Freude in uns entspringen kann. Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Frieden, Hoffnung, die nicht aus natürlichem Schauen und darüber nachgrübeln resultiert, was kommen könnte, sondern auf tiefer Geborgenheit in Gott dem Vater und aus tiefer Zuversicht, dass der Gott, der uns die Verheißung gegeben hat, auch treu ist, diese Verheißung zu erfüllen. Amen. Ich glaube, alles das hat mit Vorbereitung zu tun auf die größeren Werke, die Gott in der Zukunft tun möchte. Ich glaube, durch diesen ganzen Prozess bereitet Gott uns seine Gemeinde, seine Kinder, seine, ich sag mal, Soldaten, er bereitet uns vor, dass wir an diese echte Kraftquelle angeschlossen sind, um die Ernte einzunehmen und die größeren Werke mit ihm zu tun. Amen. So sei in dieser Zeit nicht in erster Linie geprägt von äußerlichen Umständen und von dem, was du hörst und siehst. Sei in dieser Zeit gefestigt und erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass du überfließt und überströmst von Hoffnung und Freude. 4 praktische Dinge, die ich mitgeben möchte, von denen ich denke, dass das uns hilft in der Vorbereitung auf das, was Gott tun möchte. Dass diese 4 Dinge uns helfen, diese Zeit gut zu nutzen und dass ein Segen daraus hervorgehen kann für unser persönliches Leben auch. Zuerst als Punkt Nummer 1, um erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes, woraus Hoffnung, Freude, Frieden und so weiter resultiert. Lasst uns in dieser Zeit, und das habe ich schon mal gesagt, auch in der letzten Botschaft, im Gebet verbringen. Amen. Die Fülle des Heiligen Geistes kommt durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich spüre, dass Gott auch mir persönlich und uns allen eine ganz neue Salbung, eine ganz neue Tiefe im Gebet geben möchte. Er möchte uns abhängig machen von ihm. Er möchte, dass wir nicht mehr so sehr abhängig sind von äußeren Dingen, sondern dass wir ihn brauchen und aufgrund dessen vor seinen Thron gehen und Zeit im Gebet zu verbringen. Praktische Dinge, die in dieser Zeit helfen können. Verbringe Zeit im Gebet. Lerne den Heiligen Geist neu kennen durch Gebet. Lerne auch ganz neu vielleicht zu beten. Der Heilige Geist ist der Geist der Gnade und des Gebets, sagt die Bibel, ich glaube in Sacharja. Bitte ihn, so wie die Jünger Jesus gebeten haben und haben gesagt, als sie das Gebetsleben von Jesus gesehen haben, haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Amen. Und wenn ich das Gebetsleben von manchen Frauen und Männern Gottes sehe, dann sage ich genau, der Heilige Geist ist mein Lehrer oder unser Lehrer, unser Leiter. Ich sage, Heiliger Geist, lehre mich beten. Nutze diese Zeit, um zu lernen zu beten und Zeit zu verbringen mit dem Heiligen Geist und so erfüllt zu werden von ihm. Nutze diese Zeit als zweites, um das Wort Gottes tiefer zu studieren. Wir wissen, Glauben entsteht durch das Wort Gottes. Und wenn du dort liest und siehst, und ich möchte dich auch ermutigen, lies Neues Testament, aber auch Altes Testament. Wenn du dort liest, wie Gott sein Volk geführt hat, welche Wunder er getan hat in der Gemeinde im Neuen Testament, die Zeichen, die Wunder, die Kraftwirkung, die wunderbare Errettung, selbst unter Druck sind die stärksten Sachen geschehen und Erweckung ist ausgebrochen. 3.000, 5.000 kamen zum Glauben, das Evangelium hat sich verbreitet, Zeichen und Wunder sind geschehen. Im Alten Testament, wie Gott in der Salbung manche Frauen und Männer gebraucht hat, wie er sein Volk geführt hat. Praktischer Punkt Nummer 2, der helfen kann in dieser Zeit, studiere das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist eine Quelle des Lebens. Du wirst daraus Glauben schöpfen und in dir nährst du das geistliche Leben in dir durch das Wort Gottes. Speise dich in dieser Zeit mit dem Wort. Und das wird auch dazu führen, dass diese Freude und Hoffnung aus dir strömt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du 10 Stunden am Tag, einfach jetzt mal übertrieben gesagt als Hyperbel, wenn du 10 Stunden am Tag Nachrichten schaust und 10 Minuten deine Bibel liest, denke ich, dass die Information, die dich am meisten prägt, wird negative Information sein und das wird nicht Hoffnung und Glauben hervorbringen. Und das ist nicht jetzt irgendwas Gesetzliches oder so, aber vielleicht ist es daran, dass wir umtauschen und dass unsere Nahrung aus dem Wort Gottes zuerst kommt und dass diese Nahrung aus dem Wort unser Geist, aber auch unsere Seele, unser Denken, Fühlen und Wollen nährt und wir uns dann auch anschauen, was in dieser Welt passiert, okay?
Und das wird massiv verändern, deine Sicht und die Hoffnung und die Freude. Und vielleicht wirst du jubeln, springen und sagen, Gott hat noch einen Plan. Und das sind starke Dinge, die wir noch erleben werden. Amen. Nicht, dass wir keine Probleme und Herausforderungen haben und dass manches sogar sehr, sehr herausfordernd sein, aber Gott wird etwas Wunderbares tun. Punkt Nummer 3 als praktischer Schritt, der helfen kann. Habe Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit anderen Menschen. Okay? Und wie auch immer das aussehen mag, ich habe es in der letzten Botschaft so ein bisschen aufgenommen, auch, ja, ist Gemeinschaft im Gottesdienst, soweit oder so lange wie das möglich ist, in dieser Art von Gemeinschaft, aber auch Gemeinschaft in Freundschaften, in Beziehungen, in Ehen, Gemeinschaft zu Hause, natürliche Gemeinschaft in Kleingruppen, Gebetsgruppen oder viele, viele Gemeinden haben Hauskreise. Habe Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ja, auch in kleineren Gruppen, dass wir dort dieses geistige Leben zurückbringen. Und ich glaube, dort wird der Heilige Geist uns auch. Und wie gesagt, ja, ich liebe und wir brauchen große Veranstaltungen. Und ich glaube, wir werden noch einiges auch erleben, was Gott an Durchbruch schenken wird, ja, durch Veranstaltungen und alles drum und dran, okay? Wie auch immer das aussehen mag, aber ich glaube, dieser Zeit trainiert uns Gott. Gott trainiert uns für das, was kommt, vor allem auch in kleineren Gruppen, okay? Oder in Freundeskreisen oder vielleicht in 1:1, vielleicht hast du einen besten Freund, eine beste Freundin und dass ihr zusammen betet und vom Heiligen Geist hört und zusammen Bibel lest, okay? Habe Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit anderen Geschwistern. Und ich denke, vor allem in dieser Zeit auch in kleineren Gruppen, genau. Vielleicht auch mal 1, 2, 3, 4 Leute oder 10 oder was auch immer, wie das auch immer möglich ist. Genau. Dann als Punkt Nummer 4, also erster praktische Schritt, verbringe Zeit im Gebet. Gott möchte uns trainieren im Gebet. Schöpfe Glauben aus dem Wort Gottes, sein Wort Gottes ein, habe Gemeinschaft des Geistes mit anderen Geschwistern im Gebet, lernt dort gemeinsam den Heiligen Geist kennen, wie er spricht, lernt das Wort Gottes kennen. Und Punkt Nummer 4, sei ein Zeugnis der Hoffnung in dieser Zeit. Wir sollen Zeugnis sein, wir alle wissen das. Und ich glaube, in dieser Zeit möchte Gott vor allem, dass wir ein Zeugnis der Hoffnung sind. Ein Zeugnis der Hoffnung. Wenn wir draußen rumlaufen, alle Menschen verrückt machen, wenn wir Spaltung und Streit bringen aufgrund von bestimmten Statusabfragen und so weiter und so fort, wenn wir diese Spaltung mit vorantreiben, dann sind wir kein Zeugnis von, ja, ich sag mal, kein Zeugnis für das, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir mit einem Gesicht wie 10 oder 50 Tage Regenwetter draußen rumlaufen, wenn wir einfach nur hingehen und alle Menschen verrückt machen aufgrund von bestimmten Meinungen, die wir haben, und wenn wir selber so down sind, dass wir es nicht mal schaffen mehr, Hoffnung für nächste Woche und nächsten Monat um 2022 zu fassen, dann sind wir kein wirkliches Zeugnis. Sei ein Zeugnis, nicht von dem, was geschieht. Die Menschen, die das sehen oder sehen wollen, sehen das selber. Sei ein Zeugnis von der Hoffnung in dir. Und das ist Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Sei nicht Zeugnis von bestimmten Meinungen oder Einstellungen oder Gedanken, die du hast, von denen du nicht weißt, ob es 100% richtig ist. Und wir alle erkennen es ein Stück weit, wissen nicht genau 100% alles über die Zeit oder was kommt. Aber wir können Zeugnis geben von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und durch den wir ewiges Leben haben, durch den wir Könige und Priester geworden sind, mit denen wir regieren werden für in Ewigkeit, im tausendjährigen Reich und dann in Ewigkeit, der kommen wird, um uns abzuholen und das Mahl, dieses Hochzeitsmahl mit uns zu feiern. Dem Gott, der uns über alles liebt, der Geschichtsschreiber ist, der die ganze Welt in seiner Hand hält, dem Gott, der ein Wort spricht und es geschieht, dem Gott, der mit einem Finger die ganze Umlaufbahn der Erde oder die Erde aus ihrer Umlaufbahn werfen könnte, dem Gott, der durch einen Blick das ganze Universum verändern könnte. Diesem Gott dienen wir und dieser Gott in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, über die wir Zeugnis geben wollen in dieser Zeit. Punkt Nummer 4,
Und ich bitte dich darum, sei ein Zeugnis. Sei ein Zeugnis. Man kann ja reden und diskutieren, aber sei ein Zeugnis nicht zuerst über Meinung. Sei ein Zeugnis einfach daran, dass die Menschen sehen, du bist voller Hoffnung. Und sie wollen wissen, woher hast du diese Hoffnung? Und dann kannst du sagen, diese Hoffnung ist nicht äußerlich. Das kommt echt tief aus mir heraus. Ich habe auch kein Yoga gemacht oder keine Meditation oder so, sondern ich bin Christ. Und in mir lebt der Heilige Geist. Und es ist nicht nur eine Freude, die manchmal da ist, sondern in mir ist wie eine Quelle und das sprudelt und strömt von Hoffnung. Und das ist echt wahr und das funktioniert und das ist möglich. Und das ist auch möglich für dich. Lasst uns als Punkt Nummer 4 die Gelegenheit nutzen, die wir jetzt haben und Zeugnis sein von der Hoffnung in uns. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ich möchte zum Abschluss nochmal diesen Vers lesen, dann werde ich noch ganz kurz für uns beten. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude, Frieden, Glauben und überströmender Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wünsche ich dir von meinem ganzen Herzen. Das ist mein Gebet für dich, für mich, für uns alle, für die Gemeinde, die einzelnen Gemeinden in unserem Land, in Europa. Das ist mein Gebet für uns. Amen. Und ich schließe das auch ab mit Gebet. Gott, du bist der Gott der Hoffnung. Vater, mein Vater, du bist der Gott der Hoffnung. Und wir tragen eine Hoffnung in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das bist du, Jesus Christus. Das ist die Errettung, die du zu uns gebracht hast und die du allen Menschen bekannt machen möchtest. Auch in dieser Zeit, Herr. Und Vater, wir wollen diese Zeit nutzen, Herr. Nicht nur uns zu informieren und zu überinformieren, nicht nur zu diskutieren und zu streiten, Herr. Wir wollen diese Zeit nutzen, um dich besser kennenzulernen, Heiliger Geist. Wir wollen die Zeit nutzen, um unabhängiger zu werden von äußerlichen Umständen. Und wir wollen wieder abhängig werden von dir. Wir wollen die Zeit nutzen, gesalbte Männer und Frauen des Gebets zu werden, die im Gebet Festungen einreißen und stürzen und die durch Gebet in der geistlichen Welt das Sichtbare verändern können, Herr. Weil wir wissen, dass alles Sichtbare aus dem Unsichtbaren entstanden ist, nach deinem Wort, Herr. Und darum bitte ich für alle, die dieses Video schauen, erfülle uns, erfülle uns. Vater, ich nehme Autorität ein in den Namen Jesus über alle Geister von Depression. Jeder Geist, allmächtiger Gott, Herr, von Schwermut, von Bedrückung. Ich nehme Autorität ein in den Namen und durch das Blut Jesus Christus und der Kraft des Heiligen Geistes gegen alle Geister von Angst, alle Geister von Einschüchterung. Und ich löse meine Geschwister, die dieses Video schauen, jetzt in den Namen Jesus. In the name of Jesus, von jedem Geist von Angst, in Jesu Namen, jeder Geist von Depression, geh los in den Namen Jesus. Ich löse jeden, der dieses Video schaut, in den Namen Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, komm jetzt und erfülle meine Geschwister mit deiner Kraft und mit deiner Frucht und mit deiner Hoffnung, mit Liebe, Freude, Frieden, Selbstbeherrschung, Keuschheit. Erfülle uns, Heiliger Geist. Jesus, erfülle uns neu mit deinem Geist. Eine neue Fülle des Geistes. Gib uns neue Freude am Gebet. Wir tun Buße, Herr, wo unsere erste Informationsquelle, Vater, alles Mögliche war, aber nicht dein Wort. Wir kehren um zu dir. Erfülle uns in dieser Zeit und mach uns zu Licht. Wir wollen Licht sein, das nicht unter einer Glocke versteckt ist, Herr, sondern wir wollen leuchten, dass die Menschen die Hoffnung sehen, die wir tragen in dieser Zeit, unabhängig von Umständen, die Hoffnung in dir, Jesus. Danke, du bist der Fürst des Friedens und wir sind deine Nachfolger. Und wir wollen in dir Hoffnung und Frieden zu den Menschen bringen, durch die Erlösung, die du am Kreuz erwirkt hast, in Jesus Christus Namen. Vater, ich bete, dass alle Geister, Herr, von Streit, von Spaltung, Herr, aufgrund der Situation, Vater, verstummen müssen, Herr. In Jesu Namen, Herr.
und dass du einfach Einheit bringst, Vater. In Gemeinden Einheit bringst, allmächtiger Gott, Herr. In Kleingruppen, in Freundeskreise, Vater Gott, Herr. In Familien, Vater. Und dass der Geist von Streit und Spaltung durch die Krise, Vater, gebrochen wird über deinem Volk, Herr. Und dass wir in Einheit aufstehen, im Gebet, im Wort, in Gemeinschaft des Heiligen Geistes und im Zeugnis sein von der Hoffnung, die du gibst. In Jesu Namen, Vater. Amen. Ich segne dich damit. Gott segne dich. Wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere sehr gerne den Kanal. Ich werde auch jetzt in den nächsten Tagen ein Video rausbringen über effektiv beten in Kleingruppen oder effektives Gebet in Kleingruppen, weil ich einfach damit glaube, dass es ein Segen sein kann und damit helfen möchte. So, wenn du möchtest, abonniere den Kanal, teile gerne die Videos, die dich selber ermutigen, die dich selber berührt haben, damit auch andere dadurch gesegnet sein können und davon einfach profitieren. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.